Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder ein Pfeifen-Review für euch, beziehungsweise eigentlich ist es gar keine Pfeife. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, was hier neben mir steht, und das ist die Goose One. Sieht erstmal aus wie eine Bong, ist es auch. Aber es ist eine Shisha-Bong, also quasi ja eine Pfeife als Bong. Hersteller von dem Ganzen ist, wie schon der Name sagt, die Firma Goose, und die Pfeife ist auch wirklich nur zum Pfeiferauchen gedacht, also zum Tabakrauchen, und jetzt nicht, damit ihr da euren Brokkoli drin raucht. Das Ganze wird euch hier geliefert in so einem schwarzen Karton. Bei mir hat der Verkäufer damals leider das Versandetikett hier voll draufgeklebt und das so als Versandkarton benutzt. Ja, finde ich jetzt nicht so klasse, aber naja, was will man machen? Und dann habt ihr hier quasi die Pfeife drin. Ihr seht diese Moosgummi-Ausschnitte, da liegen dann die Einzelteile drin. Hier nochmal so ein paar Flyer, eine Gebrauchsanweisung. Ja, und dann nochmal guten Rauch, vielen Dank für deinen Einkauf. Ja, und das war's auch schon wieder. Wie gesagt, die Goose One ist gedacht, um wirklich Shisha-Tabak zu rauchen. Und das Ganze ist auch so gedacht, dass ihr die als Travel-Pfeife benutzen könnt oder für Festivals, für draußen, wenn ihr halt keinen Bock habt, die ganze Pfeife mit Schlauch und, ja, ihr wisst, alles mitzuschleppen. Für Festivals ist sie außerdem geeignet, weil das Ganze hier, ich denke, das sollte man hören, ist Plexiglas. Ja, Glas ist ja auf Festivals verboten. Ich weiß, dieses Jahr sah es mit Festivals ein bisschen schlecht aus. Ich habe die jetzt auch schon seit über einem Jahr, habe sie mir eigentlich auch für Festivals gekauft. Aber ja, das sollte ja nicht sein. Ihr habt hier unten dann nochmal einen Edelstahl-Standfuß dran, der auch sehr schwer ist und der auch wirklich dafür sorgt, dass die Pfeife steht. Also wie gesagt hier, die fällt nicht um. Das Ganze ist dann hier mit einem Tauchrohr in die Goose rein. Ich habe jetzt hier noch ein Kickloch, ja, also wie bei einer Bong, dass ihr halt zieht und dann den restlichen Rauch noch rausziehen könnt, wie ihr das bei einer Bong eben macht. Das haltet ihr beim Rauchen einfach zu. Dann habt ihr hier nochmal ein, ja, ich glaube Aluminium- oder Edelstahl-Tauchrohr, was hier reingeht. Eine Dichtung. Die Dichtung ist bei mir leider schon kaputt. Dann habt ihr hier oben drauf einen Silikonkopf und bei mir war, also der war mal schwarz, der verfärbt sich mit der Zeit, ist dann einmal, mal gucken, ob ich es gerade auseinander bekomme. Genau. Steckt man das mal wieder hier drauf. Hier kommt dann quasi die Kohle rein und dann ist das nochmal so ein, ja, Windschutz, und dass euch einfach die Kohle, wenn ihr damit rumlauft, nicht rausfällt. Machen wir das ab und ihr habt hier so ein Kohlegitter, da könnt ihr die Kohle direkt drauflegen. Ihr raucht übrigens diese Pfeife nur mit einer Kohle. Das ist ein weiterer Vorteil, also ihr müsst auf dem Festival nicht so viel Kohle mitnehmen. Dann habt ihr hier nochmal dieses, ja, Plätschen. Das ist so, ich würde sagen, wie der Boden von einer Smokebox. Und hier drauf habt ihr dann halt diesen kleinen Silikonfunnel. Ich mag Silikonköpfe eigentlich auch nicht, aber wenn man mal dran denkt, fürs Festival eigentlich schon gut, weil wenn das Ding euch runterfällt, da geht nicht viel kaputt. In diesem Funnel habt ihr da noch hier diese kleine Toneinlage, diesen Tonring. Der ist einfach dafür da, dass halt Silikon, ne, gibt Hitze schlecht ab, verteilt Hitze schlecht. Und diese Toneinlage ist einfach dafür da, die Hitze ein bisschen besser zu verteilen, abzugeben. Außerdem spart es euch ein bisschen Tabak. Den ganzen Kopf könnt ihr dann auch noch hier von dem Tauchrohr quasi runternehmen und dann seht ihr hier, ihr habt diesen, ja, Silikonpfanne. Was kostet jetzt das Ding überhaupt? Da muss ich allerdings sagen, das ist echt sehr, sehr happig. Also die Variante, wie ich sie jetzt hier habe mit Kickloch, kostet 100 Euro, also 99,90. Und dann gibt es noch eine Variante ohne Kickloch oder zum Beispiel auch nicht in Schwarz, sondern in Silber. Die kosten dann 119,90 Euro. Das heißt, ihr bezahlt hier zwischen 100 und 120 Euro. Aber wie das Ganze dann im Fazit auch zu anderen Travel-Pfeifen abschneidet, würde ich sagen, besprechen wir später. Ich mache jetzt mal Wasser hier rein und dann baue ich ein Köpfchen. Ich denke, das zeige ich euch auch noch im Schnelldurchlauf, den Kopfbau. Dann rauchen wir mal drüber und sprechen kurz über diese
Pfeife. Willkommen beim Kopfbau. Wir bauen das heute das Ganze mal mit dem Almasiva Bruderherz. Wie immer den Tabak einmal schön durchgerührt und dann nehme ich mir das hier bloß fluffig auf die Gabel und versuche das hier ganz locker reinzuteilen. Ich baue den eigentlich auch wie jeden anderen Funnel auch hier vielleicht nicht unbedingt auf Kontakt, aber so, dass es knapp. Ich glaube, das ist sogar schon zu viel. Dann nehmen wir uns mal die Nadel hier und fangen das an zu verteilen. Ihr seht ja, ihr habt hier diese Lippe. Und da versuche ich immer ein bisschen drunter zu bauen, weil da liegt dann halt dieses Plättchen, dieser, ja, Teller auf, wo die Kohle drauf kommt. Dann versuche ich das Ganze natürlich auch wie ganz normal beim Kopfbau schön zu verteilen. Hier dieses Ästchen und dieses große Blatt machen das natürlich wieder zunichte. Genau, also ich versuche das halt einfach so locker wie möglich hier zu verteilen. Und dann machen wir hier mal so langsam das Funnelloch frei. Ihr seht schon, das ist eine relativ mühsame Arbeit, den zu bauen, einfach da der auch so wirklich so winzig ist. Zum Tabakfüllvolumen, also ich schätze mal, hier gehen so, ja, um die 10 Gramm rein. Also viel mehr wird das nicht sein. Ich nehme für den Kopfbau auch übrigens immer nur sehr fein geschnittenen oder möglichst fein geschnittenen Tabak. Einfach, weil sich das wesentlich besser bauen lässt. Wenn ihr das Ganze jetzt mit einem groben Tabak macht, und da der Funnel so klein ist, ja, ich glaube, das wird Mist. So, dann würde ich auch sagen, hier drücken wir das mal ein bisschen fester an. Dann nehmen wir das hier mal noch vom Funnelloch weg. So, hier nehmen wir das noch mal ein bisschen runter. Und dann würde ich sagen, wir haben das so knapp unter diese Lippe gebaut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und rauchen die Guss mal. So Leute, willkommen zurück aus dem Kopfbau. Ich habe jetzt hier Wasser eingefüllt. Ich mache das Wasser übrigens immer ungefähr hier, bis ja, die Dichtung anfängt rein. So, hier haben wir nochmal den Funnelkopfbau. Und dann nehmt ihr euch hier dieses Plättchen mit diesen kleinen Noppen, die ihr hier innen habt, und macht das, also mit den kleinen Noppen, die ihr habt, nach unten und drückt das dann hier in diese Lippe rein. Dann hier dieses Kohlebläschchen. Das legt ihr hier drauf, also dieses Kohlegitter. Das ist einfach, damit die blanke Kohle nicht, also die Kohle nicht auf diesem blanken Metall liegt, sonst geht die Kohle dann von unten aus und das wollen wir nicht. Und dann hier diesen ja, Kohleschutz. So, dann klemme ich mir die mal hier irgendwie zwischen meine Beine. Dann holen wir uns hier den Kohlekorb. Und nehmen uns mal unsere Kohle. Also das muss ich sagen, ist echt ein Vorteil, dass ihr nur eine Kohle braucht. Zack, rein. Und dann zum Anrauchen nehme ich immer diesen Windschutz und lege den hier drauf. Ich muss allerdings sofort vorneweg sagen, bei dem Windschutz habe ich einen Kritikpunkt. Warum? Naja, der wird ja logischerweise mit heiß, wenn ihr raucht. Und ihr habt hier aber keinen Griff, dass wenn das Ding zu heiß wird, um den wieder abzunehmen. Das heißt, ihr braucht zwangsläufig eine Zange und irgendwas, wo ihr das hinlegt. Deswegen lasse ich den Kohlekorb jetzt hier stehen, dass ich das hier oben auf diesen Hitzeschutz vom Kohlekorb ablegen kann. Ja, und dann haltet ihr hier einfach das Kickloch zu, außer ihr habt natürlich keins. Geht hier mit dem Mund hier oben dran. Es gibt übrigens bei Guss auch Hygienemundstücke zu kaufen. Also alle Ersatzteile gibt es auch bei Guss zu kaufen. Auch unter anderem Hygienemundstücke, falls ihr mehrfach rauchen wollt. Also mit mehreren Leuten. Und da hat halt dann jeder sein Hygienemundstück. Ja, und dann kippt ihr das so schräg an und Mund dran und ja, ziehen. Ich rauche das jetzt mal fix an und ich würde sagen, das machen wir im Schnelldurchlauf, weil ja, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt die ganzen paar Minuten mit angucken. So Leute,
Also angeraucht ist sie jetzt soweit. Dauert natürlich nicht lange bei diesem kleinen Köpfchen und wie man sieht, jetzt dampft das hier oben raus. Und da habt ihr halt diesen Vorteil von diesem Kickloch. Ihr pustet jetzt hier oben einmal rein und das kommt hier raus. Achtung. Ja, also der Rauch ist halt größtenteils raus. Ansonsten das Glas ist jetzt von innen beschlagen. Was ich euch auf jeden Fall nicht empfehle, ist zuhalten und reinpusten. Dann kommt die ganze Suppe in den Kopf hoch. Ja, und der Kopf ist tot. Als nächstes muss ich auch noch sagen, wenn ihr zieht, zieht auf jeden Fall langsam, weil wenn ihr zu stark anzieht und zu schnell anzieht, kommt das Wasser hier hoch und das spritzt euch dann auch gerne mal gegen den Mund. Das ist nicht unbedingt angenehm. Ansonsten, wie lässt sich die Bong oder die Shisha, die Pfeife, jetzt rauchen? Ich nehme nochmal einen Zug. Ich sage es euch vorneweg, die Pfeife ist oder die Bong ist sehr, sehr laut, da sie keinen Diffusor hat. Ihr könnt allerdings bei Goose für gewisses Geld dieses Tauchrohr mit Diffusor nachkaufen, da ist sie ein bisschen leiser. Ja, und ich würde sagen, in der Rauchentwicklung, klar, es kommt ein bisschen weniger als bei einer Pfeife, aber ich muss trotzdem sagen, das geht auf jeden Fall klar. Kann ich jetzt auf jeden Fall nicht meckern. Der Rauch an sich ist ein bisschen wärmer als bei einer Pfeife, ganz klar, weil der Rauch hat auf jeden Fall einen wesentlich kürzeren Weg zurückzulegen als bei einer Pfeife. Bei einer Pfeife zieht ihr das ja quasi durch den Kopf, die Rauchsäule runter ins Wasser, aus der Bowl wieder raus, durch den Schlauch und dann seid ihr erst bei euch. Also na, der Rauch hat einen wesentlich weiteren Weg und kann besser abkühlen, das kann er hier nicht, es ist ein eher warmer Rauch. Vom Durchzug, ja, ihr habt den Funnel und es lässt sich relativ leicht ziehen. Ihr merkt allerdings auch das Blubbern von dem Wasser. Geschmacklich, es ist ein bisschen schlechter als eine Pfeife, aber man schmeckt auf jeden Fall, was ihr für einen Tabak raucht. Es ist keineswegs so intensiv, aber das kann es auch gar nicht. Ja, Silikonfunnel oder Silikonköpfe allgemein verteilen halt die Hitze schlecht. Ja, der ist hier unten auch nicht wirklich warm, wie soll er auch. Von daher, ja, Geschmack ist schwierig. Ihr habt auf jeden Fall Geschmack, aber es ist halt nicht so intensiv wie bei einer Pfeife. An sich. Wie lange könnt ihr denn das Ding jetzt rauchen? Dadurch, dass ihr halt nur eine Kohle habt, ist die Rauchdauer natürlich sehr limitiert, weil wenn die Kohle durch ist, dann war es das. Kohle nachlegen ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, weil dann könnte es schon wieder zu viel Hitze sein. Ihr könnt ja die Hitze relativ schwer hier regulieren. Das Einzige, wenn die Kohle kleiner wird, könnt ihr natürlich diesen Hitzeschutz wieder drauf machen und dann um den Rest des Tabaks noch rauszuholen. Bei mir war er auch immer relativ gut durchgeraucht, natürlich nicht bis komplett unten. Deswegen auf jeden Fall die Empfehlung von mir, legt diese Toneinlage rein, die spart euch Tabak und hilft halt ein bisschen bei der Hitzeverteilung. Nicht viel, aber macht ein bisschen was. Ja, wie würde ich die Pfeife oder die Bong Shisha an sich jetzt bewerten? Also ich sage euch mal so, es gibt wesentlich bessere Travel-Pfeifen. Odoman Mini, also Odoman Micro oder eine Aeon Viro One kosten weniger und sind der Funktion und dem Aufbau von einer Pfeife wesentlich näher. Vor allem seid ihr bei den beiden genannten Travel-Pfeifen zum Beispiel nicht an irgendeinen Kopf gebunden, sondern ihr könnt euren ganz eigenen Kopf verwenden und draufpacken. Also es steht dann in der Shisha halt nichts nach. Hier ist es halt so, dass ihr an diesen Silikonkopf eben gebunden seid, aber er ist halt auch sehr tabaksparend und ihr könnt trotzdem locker eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde mit der Kohle durchrauchen. Allerdings, wie gesagt, es ist ein Silikonkopf, er verteilt jetzt die Hitze nicht so krass gut. Das nächste ist eben, ihr werdet mit dem Ding immer blöd angeguckt. Immer. Also ich hatte die schon auf mehreren Feiern dabei, um da halt genüsslich mein Pfeifchen zu rauchen, mein Köpfchen zu rauchen. Und ich wurde immer gefragt, ey, hast du da Gras drin? So, also die Frage kommt definitiv
Immer. Und wenn ihr dann erklärt, nein, das ist nur eine Shisha, dann zeigen die euch natürlich einen Vogel und sagen, ja, das kannst du mir öfters erzählen, das werde ich dir trotzdem nicht glauben. Wo sie dann dran gezogen hatten, war das schon wieder was anderes. Aber ihr werdet halt zwangsläufig immer blöd angeguckt. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, es ist ein nicer Party-Gag. Also gerade so als Party-Gag finde ich das eigentlich ganz witzig und ganz gut gemacht. 120 Euro, ja, den Preis müsst ihr selber wissen, ob ihr das bezahlen wollt. Ich finde es preislich ein bisschen hochgegriffen. Ja, gerade wenn man sieht, dass eine Aeon Viro oder eine Odoman Micro in einem Preissegment drunter ist und der gewöhnlichen Shisha ein gutes Stück näher kommt. Nichtsdestotrotz, sie macht eigentlich schon Spaß zu rauchen, aber sie ist halt relativ laut und es ist nicht ganz halt wie eine Pfeife, aber das ist halt ganz klar. Ja, also wenn ihr wirklich eine Travel-Pfeife sucht oder eine Pfeife, die ihr mit auf Feiern nehmen könnt, dann würde ich euch halt die genannten Modelle Aeon Viro One empfehlen oder eine Odoman Micro oder so. Ja, also die Travel-Pfeifen, die halt auch eher wie eine Pfeife aussehen. Aber als nicer Party-Gag oder einfach mal so, geht die Goose schon gut klar. Allerdings muss ich aber halt auch sagen, ne, 120 Euro plus für ein Party-Gag ist schon sportlich. Nichtsdestotrotz ist es von der Verarbeitung her auf jeden Fall kein Gemäck hier oben, ist nichts scharfkantrig, ihr könnt euch nicht schneiden, das Kickloch ist gut verarbeitet, der Standfuß ist massiv, gut lackiert und auch super verarbeitet. Das Einzige hier, die Dichtung ist bei mir kaputt gegangen, weil eben dieses Dichtungsloch nicht richtig entgratet ist. Ansonsten, das Ding ist funny zu rauchen, sieht witzig aus. Und funktioniert halt ähnlich wie eine normale Pfeife. Es kommt auch annähernd die gleiche Rauchmenge. Geschmack ist auch vorhanden, nicht ganz so krass, aber ja, es ist ganz witzig. Man muss sie nicht unbedingt haben. Wenn ihr sie natürlich kaufen wollt, na, dann geht auf mygoose.com und holt sie euch. Und ja, falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe das Teil jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr oder über ein gutes Jahr sogar. Ich bereue sie nicht unbedingt gekauft zu haben, aber ich würde sie mir jetzt auch nicht wieder kaufen, eben weil sie halt ziemlich hochpreisig ist und ja, mehr als Partygag und mal auf einer Feier oder so habe ich die nie verwendet. Also zu Hause wirklich verwenden tue ich sie halt nicht. Und ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Und damit bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.